Aus dieser Gegenüberstellung des Juden, des anderen und uns Deutschen zeigt sich eben doch der Antisemitismus der Zeit, bei dem Brentano angekommen war, trotz seiner jüdischen Freunde. Und Brentano war Anfang der 50er Jahre bei diesen impliziten Stereotypen angekommen, offenbar ohne sie überhaupt noch zu bemerken, als seien die jüdischen Mitbürger keine Deutschen gewesen und als habe man sie nur aus dem Land gejagt. Ab und zu finden sich in der Autobiografie vergiftete Formulierungen wie diejenige: Deutschland habe im Herbst 1939 das Odium des Angreifers auf sich genommen, quasi ein Märtyrer, kein Aggressor. Immer wieder entwirft oder suggeriert er historische Vergleiche, überwiegend aus dem 19. Jahrhundert. Dass Bismarck Napoleon III. Und seine Minister 1871 nicht vor Gericht gestellt habe, findet er klug und maßvoll. Wohlweislich, ohne die Nürnberger Prozesse zu nennen, an die seine Leser denken mussten. Unentwegt führt er Victor Hugo und Madame de Staël als zeitweilig aus Frankreich Geflohener an. Er nennt Zitate, die für ihn wichtig waren, vergleicht die deutsche Diktatur mit der Herrschaft Napoleons I. und Napoleons III. Mit der Hugenottenvertreibung und mit der Schreckensherrschaft Cromwells in England. Der Patriot Brentano distanziert sich von den Nationalsozialisten, die ja keine Patrioten, sondern Nationalisten waren. Und tatsächlich ist dieser Unterschied Brentano zugute zu halten. Sein Vergleichsraum ist Europa. Er stellt unentwegt vor allem französische, aber auch italienische, polnische, britische Entwicklungen und Kronzeugen dar. In keiner Passage will er sein Land über diese europäischen Nachbarn stellen, sondern immer neben sie. Bei aller nachträglichen Rationalisierung und allen verquälten Formulierungen ist an dieser patriotischen Rechtfertigung also auch etwas dran. Speziell die historischen Vergleiche heißen aber nichts anderes, als dass Brentano sich geweigert hat, in der NS-Diktatur eine Potenzierung bisheriger autoritärer Herrschaftsformen zu sehen. Daher auch stets die Formulierung der Regierung, die zu bekämpfen sei. Und die Vergleiche bedeuten schließlich auch, dass er die Singularität des Holocaust nicht anerkennen wollte. Auch hier steht er in der frühen Bundesrepublik nicht allein, was keine Entschuldigung ist, sondern eine mentalitätsgeschichtliche Feststellung, wenn er schreibt, alle Völker werden von Zeit zu Zeit närrisch und dann schlagen sie Juden tot oder Hugenotten oder Kulaken, wen sie sich gerade aussuchen.